wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Thank you.
Nikolai! Wir brauchen einen anderen Lift! Barrikaden! Granate! Halt auf dich auf, Juri! Du wirst ungeschützt! Mehrere Bedrohungen von rechts!